Ich merke schon wieder, es stimmt was nicht. Das ist aber schade. Kleinen Moment. Ach so, das hat noch gar nicht angefangen. Musik ist doch da. So, Bananas Coches mit alle miteinander. Es ist mal wieder soweit. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist die Musik wieder am Spielen. Hier spielt die Musik. Und es geht mal wieder weiter mit einem neuen Rätsel. Hä? WTF? Was? Ist ja schön. Ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht kriege ich es noch raus, ohne die anderen Sachen einzutragen. Umgangssprachlich Knoblauch. Kno. Das ist jetzt aber blöd, weil ich kenne das unter Knobi oder sogar manche sagen dazu Knofi. Wo auch immer das F herkommt. Buchherausgeber ist der Publisher? Nö. Verleger? Nee, auch nicht. Mann, Mann, Mann. Das wird nicht einfacher. Also müssen wir wohl mal den Großvater. Körper. Was könnte ein Körper noch sein? Ich glaube, das klappt so nicht. Ich krieg das Fragezeichen so nicht raus. Dann. Das wird interessant werden, denn das hier ist der Notruf. So. Begriff in der chinesischen Philosophie. Ja, das hatten wir doch letztens mal schon. Bis heute. Dato. Eigentlich bis dato. So, war das nicht Tao? Genau, das war doch Tao. Da gibt es doch auch die sogenannten Tao-Karten dazu. Nein, das sind andere. Die heißen Tarot-Karten. Europäische Hauptstadt. Ja, das ist doch. Ah. Sowas mit A halt. Hautbemalung ist natürlich Tattoo. So. Athen. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas mit Knof. Großindustrieller. Mogul. Knoblauch, Knofel? Ja. So, dann ist das bestimmt der OP. Malt natürlich. Hohlklingend ist hohlklingend. Ah, wie nennt man das denn? Wie klingt denn das, wenn jemand hohle Phrasen drischt? Warte mal, was haben wir denn hier? Mittwoch ist es nicht. Freitag, Montag sieht gut aus. Das ist kurz genug dafür. Golfabschlaghilfe ist T. Dann haben wir hier Öl. Englischer Männername. René. Entschuldigung, falls da mir was ein anderes Wort mit rausgerutscht ist. Oh nee. Bodenertrag. Ernte. Oh, nein! Nicht schon wieder. Ich schieb das mal. Ernte. So. Synthetischer Flausch. Es fließt. Anstandsbuch. Anstandsbuch. Abkürzung für Irland. Oh nein. Das ist ja komisch. Kinderfahrzeug ist ein Bobbycar zum Beispiel. Aber das ist nicht gemeint. Naturdünger. Wie nennt man das denn nochmal? Alkoholisches Getränk. Könnte Rum sein, ist es aber gar nicht. Gin?
Nö. Was gibt's denn noch so? Einfach nur Alk? Nee. Das Segelkommando haben wir. Dann haben wir hier die Rede. Okay. Ale? Na, das Ding wieder. Okay. Unberührtes Naturgebiet ist ein Nicht-Reservat. Nein, das ist es gar nicht. Israelischer Frauenname. Hey, weiß ich doch nicht. Sächsische Stadt an der Elbe. Das ist doch wohl eine Riga. Irgendwas mit A. Körper. Weiß ich noch nicht. Hintergrundsound. Junge Halme sind Gräser? Ja. Okay, Urlauber. Ist ein Turi. Atmo ist das? Ja. Könnte das hier der Körper ein Rhombus sein? Huch, das wollte ich nicht. Ja. Gucken wir mal, ob es ein Rhombus ist. Nö, ist es gar nicht. Nicht mal. Was könnte das? Korpus. Der Korpus meinen die. Ist jetzt die Frage, ob es mit K oder mit. Okay, hat sich erledigt. Ach so, das Anstandsbuch war der Knigge. Ach, mit dem kenne ich mich doch nicht aus. Ich habe doch keinen Anstand. Wenn ich das hätte, dann müsste ich ja. Also, dann müsste ich ja irgendwo erstmal anstehen. Um anständig zu sein. So, Duisburger Stadtteil. Ja. Ah, die meinen hier den U-Wald. Den U-Wald mit R. UR-Wald. So, israelischer Frauenname ist bestimmt nicht Mira. Mist. Dann weiß ich auch nicht so recht. Kinderfahrzeug. Roller. Der schon wieder. Motor ist. Ja. Ach, Moor. Das ist der Sumpf. Ich habe gerade Motor gelesen. Irgendwas ist heute komisch. Naja, was soll's. So, dann haben wir hier wieder den Romeo, den Alpha. Sumpfland. Wow. Schon wieder so eine Wortkreuzung im Kreuzworträtsel. Das gibt's doch nicht. Das können die doch nicht einfach einbauen. Das ist doch viel zu einfach. Außerdem habe ich jetzt endlich gesehen, dass Irland nicht Irland ist, sondern Inland. Okay, da haben wir hier die Gülle. Okay, Fade ist monoton. Der Monoton. Den gibt es auch in Stereo, aber dann kommt er von beiden Seiten. So, Faustkämpfer ist ein Boxer. Was haben wir noch? Gesangsgruppe? Ein Chor. Ich dachte jetzt, was hat denn Thor mit einer Gesangsgruppe zu tun? So, hohlklingend ist dumpf. Ah. Okay. Buchherausgeber. Oder Buch. Bücher herausgeben. Ach so. Edieren. Aha. Ear. Natürlich. Nein, ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Was ist das Fragezeichen? ETR, EZRE. Ich glaube, ich versuche erstmal rauszufinden, welcher Buchstabe denn jetzt richtig ist. Und dann versuche ich zu verstehen, warum.
glaube, ich weiß, warum ich das nicht verstanden habe. Oh, weia. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, da sollte eigentlich kein Fragezeichen stehen, sondern ein Eurozeichen. Und da das Eurozeichen da nicht darstellbar ist, das wär wirklich witzig. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ein Fragezeichen ist kein UR-Zeichen. Was weiß ich, was sich hier für eine Kurzform dahinter verbirgt, aber ich bin mir ziemlich sicher, da sollte ein Eurozeichen stehen. Oder wie soll man sowas denn wissen? Also Leute, hier werden Sachen exposed, das ist unfassbar. Damit müsste ich mich gleich mal an die Medien wenden, dass die da eine ganze Reportage drüber machen, was hier in den letzten knapp 100 Tagen alles schon falsch gelaufen ist. So, ein Kurbart. Ist ein Bart. Nein. Gucken wir erstmal, ob wir das Lösungswort so rauskriegen. Etwa Abkürzung. Etwa hat schon vier Buchstaben. Wieso soll man noch eine Abkürzung zu etwa? Also, da könnte man genauso gut CA nehmen. Und das ist sogar nur zwei Buchstaben. UGFR wäre ungefähr. Circa ist halt auch nicht. Mehrzahl von Genus. Geni. Die. Gen. Oh Gott. Genuse. Probebohrer. Nee, ich weiß noch nicht so ganz. Ein Knetkur-Spezialist ist ja auch ein wunderschönes Wort. So, da haben wir schon mal den ersten Buchstaben vom Kurbart. Wasservogel könnte. Ente? Langerzählung. Langerzählung ist ein Buch. Nein. Nachspeise ist vielleicht das Dessert. Das könnte so richtig sein. Dann wäre das hier ein S. Dann Teil des Mittelmeeres. Och Gott. Ist ja. Also GE wird da auf jeden Fall so mal schon drin stehen. Also hier wäre ein E, hier wäre ein E. Dann wäre hier ein A. Da sind mir zu viele Vokale tatsächlich gerade drin. Konträr. Tintenfische könnte sein, ja. Ja, die weiß ich. Dann weiß ich auch, dass sie den siebten Buchstaben. Bestellen ist ordern. Dann weiß ich das schon mal. Das ist auch wieder bloß ein Vokal. Ich finde Vokale nicht so toll. Ich mag lieber Konsonanten, seitdem ich Kreuzworträtsel rätsel. Position. Koordinate. Aktiv. Ja. Machart könnte wieder ein Stil sein. Oder so ähnlich. Schleue. Schleue. Ist ein wunderschönes Wort. So, solche etwaige, nein. Derartige, ja. Ich glaube, dann ist das hier ein I. Ich glaube, ich muss mir langsam mal ein bisschen zu helfen wissen hier, indem ich die Sachen doch mal eingebe. Ich habe schon gerade bei dem anderen Rätsel mitgekriegt, ich bin momentan nicht so in der Verfassung, dass ich mir das auch merke gerade. Aufruhr. Fürstensohn. Also Prinz würde ja passen, aber wäre der Aufruf der Terz. Könnte sein, weil Norwegen ist NOR. Dann gebe ich hier mal ein Z. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne jetzt schon das Wort. Nach vier Buchstaben. Ich glaube, es sind Spätzle.
Ja, genau, das ist nämlich ein E, hatten wir gesagt. Dann wäre hier ein A. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hier kommt ein E dahinter. Was haben wir dann? Nee, weiß ich noch nicht. So, das Kurbad. Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber hier soll ja eigentlich ein S reinkommen. Contraire, contraire. Einer der Simpsons. Bart. Bestellen ist ordern. Ich gebe das mal so ein. Also ich sage immer noch, Spätzle ist mein Wort des Tages. Ach, dann ist das Kurbad ein Spa. Jetzt komme ich auch drauf. Dann haben wir auch, dass der Wasservogel keine Ente ist. Nachspeise. Ach, kann ja gar nicht. Ich hatte ja schon das Dessert und. Ja. Was haben wir hier noch? Den Masseur. So. Theaterstück. Musical. Nein. Langerzählung. Ist ein Epos. Auch dass das Wort auch mal wieder da ist. Wasservogel. Laus. Nein. Okay. Machen wir erstmal, geben wir das ein. Uiuiui. Was war denn nochmal konträr? Konträr, gegenteilig. Polar. Ah, schön. Etwa, Abkürzung. Ach so, die meinen beispielsweise mit etwa und nicht im Sinne von zahlenmäßig etwa. Ah. Dann darf das, glaube ich, vielleicht sogar. Aber warum sagt man denn nicht etwa statt beispielsweise? Zum Beispiel. Beispielsweise. Warum sagt man nicht etwa? Etwa. Knapp. Nah? Nee. Haarscharf? Nö. Strolch. Strolch, ja. Machen wir erstmal monatlich fertig. Kaiserslautern ist KL. Bibelteil ist das Alte Testament oder das Neue Testament. Und da ist es das Neue. Ankern haben wir hier auch. So. Ein Drama ist ein Strolch. Nein. Solche derartige wollte ich doch einschreiben. Da haben wir hier die Sonde. Ah, Genus, Genera. Ja, jetzt habe ich es auch. Teil des Ägäis. Das ist die Ägäis. Ah. Es wird langsam. So, dann haben wir hier noch Kalmare. Verabredung ist ein Date, soweit wir das vorher, glaube ich, schon hatten. Einsicht ist Reflex. Nee, wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal. Da könnte das hier wirklich der Prinz gewesen sein, genau. Und dann ist das hier der Terz. Auch ein musikalischer Begriff. Norwegen ist das. Staubflocke. Fussel. Nee. Okay. EDV-Ausdruck. Weiß ich noch nicht. Machen wir erstmal Igitt. So. Okay, irgendwas mit TP am Ende. FT. Ja, FTP. Das ist nämlich, wenn man Sachen über eine Direkt-IP-Verbindung, also Daten transportiert, vor allem Dateidaten, rüberschiebt über eine direkte Verbindung, also File Transfer Protokoll heißt eigentlich das Ganze. Und das ist dieses Protokoll, was bei einer Datenrüberschiebeverbindung oder was weiß ich, wenn man ein sozusagen ein Laptop an einem anderen Laptop, naja, wenn man dem einfach mal so über das
über das LAN oder WLAN-Daten rüberschicken möchte, dann baut man üblicherweise erstmal eine FTP-Verbindung auf. Genau. Machart war Stiel. Aktiv. Erstmal hier die Arie rein. So, dann. Ja. Jetzt haben wir diesmal den Djinn. Nettig, bätig, tätig, tätig. Ah. Da wird's doch was. Vorname der Degenerates. Nein. Degenerates. Ellen Degenerates. So, Schleue ist eine List. Lage ist die Position. Theaterstück. Drama. Ah, hier haben wir das Drama. Hier, wir haben ein Drama und hier haben wir ein Trama. Nein, knapp. Rar in dem Sinne, okay. Ein Strolch. Ein. Ja, genau. Wusste ich. Ich glaube, das Wort war auch schon mal irgendwo drin gewesen. So, Jet, dann haben wir hier den Juni. Dann haben wir hier die Fluse. Fluse ist das. Und Raison. Und wir haben es geschafft. Mensch, ich hätte jetzt, wo die Musik gerade fertig war mit Spielen, hätte ich doch eigentlich sogar ausschalten können. Dann wäre das ein super Top-Abschluss gewesen. Aber normalerweise bringe ich ja noch so ein paar Worte am Ende. Sowas wie, boah, war das heute ein Rätsel. Spätzle ist rausgekommen. Ja. Jetzt habe ich Hunger. Das ist gemein. Das ist echt gemein, dass so ein Rätsel mir einfach so Hunger macht. Ja, aber ansonsten, es war ein Rätsel wie fast jedes anderes, aber es hatte doch ein paar schöne Wörter mit drin. Was hatten wir denn hier? Den Mogul. Ist auch sonst üblicherweise nicht. Den Urwald kannte ich vorher noch nicht. Knigge, weiß ich nicht, ob wir das schon mal irgendwo drin hatten. Ich glaube ja. Knofel. Knofel, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie was von Knofel gehört. Wo sagt man Knofel? Bitte, ich möchte gerne lernen. Ich möchte wissen, wo man Knofel sagt. Also ich kenne Knofi, ich kenne Knobi. Ja, vielleicht ist Knofi auch bloß eine Ableitung von Knofel. Aber ich stelle mir gerade einen schönen Brotaufstrich vor. Wie wär's denn mit Knofella? Knofella klingt auch wieder. Oh Gott, das klingt wie ein Pokémon. Wie eine Mischung aus Blubella und Knofensa. Oh boy. Oh boy, wenn das irgendjemand sieht, der zeichnen kann, bitte, ich möchte einen Knofella sehen. Oh bitte, das wäre so cool. Beziehungsweise, naja, gut, es gibt eine Webseite, auf der man sowas sich direkt zeigen lassen kann, aber trotzdem. Ich möchte bitte, dass mir, wenn jemand auf die Idee kommt oder es irgendwie hinbekommt, mir ein Knofella zu zeichnen. Ein Knofenser mit einem Blubella, das wäre. Boah. Ja. Damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich, denn ja, das Video ist rum. Ich habe wieder ein bisschen Zeit verquatscht. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken folgen, auch während ich gerätselt habe, auch danach. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann bald wieder. Tschüss.